Komm, wir machen mal diesen Lacazette. Ich kenne ihn nicht. Walla, noch nie gehört. Lacazette. Oder doch, ich habe ihn schon mal gehört. Oh mein Gott, nicht. Und feiere ich das nicht, Bruder. Wie heißt der Song? PKS? Ist es das hier? Equix. Dankeschön für 5 Monate, mein Abi Equix. Okay. Nein! Also das ist der Song nicht. H&K, okay. Wir hören H&K von ihm. PKS, H&K. Ich hab getickt, da gab's doch kein Telegramm. Mussi hatte Schulden, guck, jetzt hat er keine Zähne dran. Mama, ich hab's geschafft, guck dir den Mercedes an. Ich bin auf der Straße hier ein Leben lang. Mein Bruder macht 10 Kisten am Tag fit. Liegestütze, Liegestütze, raus aus der Matrix. Ich muss hier ein Stück von dem Song wegschneiden wegen Copyright. Aber gleich wird noch auf den Song PKS reagiert. Und den kann ich komplett durchlaufen lassen. Das geht nur an die, die auch wissen. Weit von zu Hause weg, ich glaub hier draußen. Okay, also Bruder, er ist besser als ich dachte, muss ich ehrlich sagen. Es ist besser als ich dachte, aber es hat mich jetzt nicht umgehauen. Aber Resultat, ich würde schon sagen, Props, Cousin. So, jetzt PKS. Okay. Ja, er hat was Eigenes und, Bruder, er reimt nicht mal so schlecht. Er macht es schon relativ gut. So, mir fehlt vielleicht so ein bisschen mehr, aber das ist Geschmackssache. Aber Bruder, ich würde jetzt schon sagen, es war gut, ja, es war gut. Ich würde schon sagen, es war gut. Ist auch Ding. Ich hätte den Rap LaRue genommen auf jeden Fall, Bruder. Ah, der hat sich beworben. Warum habe ich ihn nicht genommen? Psychose, Kokaschaden, Gesichtsbeton an jedem Pokerabend. Freunde sagen, Brudi, du musst bisschen runterfahren. Ich muss runterfahren. Paranoia kickt immer, wenn ich Nase sniff. Deshalb immer Senf und Schokolade mit. Pack mir irgendein Hybrid, wenn's kein Hase gibt. Lucky läuft allein und trägt seinen Schaden mit. Was für Kelly auf 3 Euro, Bruder, babbel nicht. Kennst du den Unterschied von Spanier und Kanadische? Ich habe einen Kontakt, der macht dir alles fit. 30 Kissen kommen pünktlich, doch er sitzt in Asien. Guck aus dem Fenster jedes Mal, oder? Durch den Spion, Paranoia, Kick brutal. Freunde kommen an solche Tage nicht mehr mit mir klar. Bruder, bitte tu nur einmal so, als wäre es dir egal. Psychose, Kokaschaden, Gesichtsbeton an jedem Pokerabend. Freunde sagen, Brudi, du musst bisschen runterfahren. Ich muss runterfahren. Paranoia kickt immer, wenn ich Nase sniff. Deshalb immer Senf und Schokolade mit. Pack mir irgendein Hybrid, wenn's kein Hase gibt. Lucky läuft allein und trägt seinen Schaden mit. Es gibt Tage, wo ich 5K in Asche lege. Tage, wo ich überlege, wieder wenn ich flachsen gehe. Immer eine Schafe oder Nats bei mir. Paranoia Nachbarn, fuckt es ab, wenn ich vakuumiere. Rauch hier drinnen nicht mal ein Saruch, aber Nachbarn sagen zu mir, was ab, wenn ich vakuumiere. Rauch hier drinnen nicht mal ein Saruch. Bruder, ich war die ganze Zeit am überlegen, wen der ähnlich sieht. Was ist mit meiner Kamera, Dreddies? Nein, Bruder. Weißt du, wie der aussieht? Der sieht aus wie Kaka, der Fußballspieler, Bruder. Kaka mit 19, 20. Der junge Kaka. Wirklich? Ja oder nein, Dreddies? Ich schwöre. Zeig Bild als Vergleich. Okay, Tama. Ja, hier ist, geht so. Hier ist, geht so. Also man muss mal nach einem anderen Bild gucken. Das sieht schon ähnlich. Das sieht schon ein bisschen ähnlich. Man braucht halt so das richtige Bild, so. Ist schwer. Ich habe jetzt nicht das richtige Bild, so. Aber man, es sieht schon ein bisschen ähnlich. Checkt ihr? Es sieht schon ein bisschen ähnlich. Kaka in Ghetto-Version. Bruder, der war der maximalste Spieler überhaupt, gell? Der war, Bruder, Kaka war's, Digga, ehrlich. Der war, hier. Ah, nee, auch nicht ganz, Digga. Obwohl, guck mal, die Augenbrauen sind so ein bisschen buschig. Hier auch.
Weißt du? Also das ist Kaká, wie bei Ding, brasilianische Nationalmannschaft, ist Kaká aus Neukölln-Cousin. Raf Camora? Nein, wie sieht der aus wie Raf Camora? Raf Camora hat drei Haare. Shit, wo sieht der aus wie Raf? Asmo, mein Bruder, danke schön für 47. Aber nach wann sagen zu mir, warum rieche sie so gut? Steh wieder unter Stress, denn muss wieder Bunker wechseln. Fliege mit meinem Besen durch die Gegend wie eine Hexe. Zieh Brille an, trotz ohne Sehschwäche, weil uns... Also Bruder, ich sag jetzt ganz ehrlich, okay? Und ich sag, weil ich sehe in meinem Chat, viele feiern den, Bruder. Und jetzt natürlich, man könnte auf... Man denkt so, ey, ich will gut dastehen. Gekaufte Meinung, ich sag jetzt nur Gutes über ihn. Nein, Bruder. Ich finde, das ist meine persönliche Wahrnehmung, ja? Ich hoffe, ihr schätzt auch, dass ich ehrlich bin. Cousin, er hat ein gutes Auge für Kunst, okay? Mein Besen durch die Gegend wie eine Hexe. Zieh Brille. Das ist gut gemacht, ja? Er hat ein gutes Auge, er weiß, was er macht, Bruder. Es hat auch den Geschmack von einem Gesamtpaket. Er versteht schon, was er machen muss. Ich finde, ihn macht auch so sein eigener Style aus, Bruder. Darum lieben ihn viele, so wie er rappt, das ist schon eigen. Aber für mich gibt es da noch Kapazität nach oben, um ehrlich zu sein. Das ist jetzt nicht so, dass ich sage, Bruder, der ist für mich so Ding, Haaland-Niveau. Für mich ist ein Haaland, der mehrere Attribute mitbringt, aber er ist nicht schlecht, sondern er bringt auch Attribute mit und ich würde ihm sogar Props geben, ich sage, er ist gut. Ich denke, in ein Jahr kann er richtig krass werden. Richtig krass. Ja, in einem Jahr wird er richtig krass. Weil so das ganze Fundament und so bringt er auf jeden Fall mit. Safe. Wow, Abu! Korrekt, dankeschön, ja? Wie süß. Wir haben uns heute sogar den Clip angeguckt, wo du über mich geredet hast, mein wunderschöner Bruder. Geil, Alter. Dankeschön, Cousin. Dankeschön für den Raid. Ich hoffe, ihr habt einen Baba-Stream gehabt mit meinem übergewichtigen Freund. Abo Goku, nur Liebe für Abo in den Chat, Adredis. Sehr süß. Dankeschön, Bruder. Korrekt, ja. Wir haben gerade ein paar Releases abgecheckt. Ein paar Song-Reactions gemacht. Ich wollte mir gleich ein, zwei Videos noch reinziehen. Habt Abo euch irgendwas erzählt oder hat er euch gar nichts erzählt? Weil ich habe heute vom Anfang des Streams schon ein bisschen was geleakt aus der heimlichen Leak-Gruppe. Gar nichts? Nein, erzähl. Okay, hör zu. Wisst ihr von der Firma? Von der neuen Firma oder wisst ihr gar nichts? Ihr wisst gar nichts? Ja, okay, dann nehme ich das nicht weg. Dann lasse ich das Abo. Ich lasse das Abo erzählen. Ich lasse das Abo erzählen. Rede. Tamam, ich und Abo, wir haben uns zusammengetan. Wir haben ein Produkt aus Silikon geschaffen, weil, ihr kennt Abo, guter Charakter, gutes Herz und immer, er denkt immer an seine Mitmenschen mit. Und in letzter Zeit, wir finden beide, dass Breitenberg sich negativ entwickelt hat. Und darum haben wir den ersten Gaming-Stuhl-Dildo erfunden für Breitenberg, für intensivere RP-Streams, damit der Bruder in seiner Rolle aufgehen kann. Weil es ist uns primär wichtig, dass jemand sich wohlfühlt beim Stream. Und okay. Das ist nur Spaß. Breitenberg, bester Mann, Abi Breitenberg, Walla, der süßeste überhaupt gesehen. Dreis, wir haben eine Firma gegründet, Abu Goku, Nahim Sky und meine Wenigkeit. Und wir haben was sehr Schickes gemacht für euch. Es ist nicht mal lange hin, bis zum offiziellen Drop. Wir haben auch ein geiles Event geplant. Und den Rest lasse ich bei Abu, damit er euch updaten kann über diese ganze Geschichte. Es ist nicht nur Parfum. Parfum wird es auch geben. Es ist eine Klamottenmarke. Ja? Es ist eine richtige Marke, ein richtiges, kein Merch, kein Ding, sondern es ist ein bisschen vielfältiger. Ja, nicht nur Klamotten, auch Parfum und noch ein, zwei andere Kleinigkeiten, so, die wir damit eingebracht haben.
La Bayas, falls euch was sagt. Miss Wark, so. So Geschichten. Yes. Hamed, dankeschön, Bruder, für den 18. Ich küsse dein Herz. Spielst du RP? Nein, Bruder. Ich spiele leider keins mehr. Ich habe damals RP, so habe ich Abu kennengelernt. Ich spiele leider kein RP. War aus Versehen. Ja. Wir waren gerade ein bisschen Musik-Reaction. Falls ihr Bock habt, weiter zu gucken, ich küsse eure Herzen. Falls nicht, hat es mich trotzdem gefreut. Dankeschön für die ganzen Follows, die reingekommen sind. Ich küsse eure Herzen. Dreddys, welchen Song habe ich vergessen? Ansonsten gehe ich rein, weil es gibt noch ein, zwei Videos, die ich mir unbedingt reinziehen wollte mit euch. So. Bist du 100% deutsch? Nee, bin ich nicht. Obwohl, unklar. 96% Deutsch und 4% Österreicher. Hat AK released? Nein, Alter. Reezy hat released, aber ich habe gehört, der Song ist tot, Bruder, ja? Lass mal Reezy abchecken. Reezy.